Und damit herzlich willkommen zurück zu Heart of Harmony. Es ist schon ein Weilchen her. Ich hatte ja zwischenzeitlich da ein weiteres RP-Feature dazwischen geschoben, was jetzt nicht lang ging, aber ich hatte das Ganze wieder ein bisschen aufgeteilt, weil ich in den letzten Tagen nicht aufgenommen habe und zum Teil auch nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Deswegen schauen wir einfach mal, wie ich mich da jetzt durchschlage. Ich erinnere mich natürlich noch zu gut daran, dass wir in diesem Dungeon waren. Ich weiß jedoch nicht mehr, ehrlich gesagt, was ich zuletzt getan habe. Ich habe es noch so vage Erinnerungen. Wir werden uns da ganz langsam rantasten an der Stelle. Ich weiß, dass ich, glaube ich, sehr viel Zeit damit vergeudet habe, über Zufallskämpfe zu schwärmen oder so. Irgendwie sowas in der Art. Nee, viele Heilung haben wir gar nicht, ne? Ach ne, Moment, wir können uns doch dort heilen. Habe ich mich nicht geheilt dort beim letzten Mal? Das hätte ich doch noch machen können. Sodass ich nicht einfach dann unvorbereitet nach draußen in die Höhlenlandschaft mich hinabbegebe. So, ich meine, wir waren an dieser Kette runtergeklettert, meine ich. Und haben dann den Schalter gedrückt und da unten waren solche Weichen und die konnte man irgendwie vorher nicht begehen und ja, ich hatte halt angenommen, wahrscheinlich wird der Schalter von Weitem dort so eine Weiche umgestellt haben. Hier könnte man vielleicht als Verbesserungsvorschlag anbringen, also man kann sich das schon denken, dass man wahrscheinlich hier eine Weiche umgestellt haben wird, aber vielleicht könnte man so eine Art Szenenschwenk machen. Das heißt, es kommt so eine Art, ja, so eine Art Teleport, also das heißt, der Charakter muss dann in dem Moment aus der Szene raus, wo so eine Kamerafahrt, die so ein bisschen gerade zeigt, wie gerade in dem Moment die Schiene umspringt, dass man weiß, ah, jetzt habe ich diese Schiene deaktiviert. Es sei denn, natürlich ist irgendwie dafür gedacht, dass man sich da selber Gedanken machen muss, was hat der Schalter jetzt bewirkt. Na, jedenfalls sind wir jetzt hier drauf und wenn ich den Schalter betätige, kann ich auch nach unten, aber wir gucken uns erstmal, ach, gucken uns nicht hier um. Anscheinend ist diese Lücke nicht betretbar. Also da ist ja so ein Stück von einem Riss. Anscheinend soll man hier nicht weitergehen können. Also müssen wir sowieso den Schalter umlegen. Na gut. Dann gucken wir mal. Oh, was ist das? Das ist auch ein Rätsel? Bin mal gespannt. Da steht etwas davon, dass man im Leben keinen Schritt auslassen darf, um am Ende am Ziel zu kommen. Die wollen nur, dass du diese Platten hier alle in einem einzigen Versuch betrittst. Ich mag das, dass erst so ein bisschen wie so ein Rätsel klingt. Der Babydrache nimmt einem alles vorweg. Du musst dafür auf einer Seite rein und auf der anderen wieder raus. Sonst gilt der Versuch nicht. Warum schreiben die das nicht gleich so auf? Wozu das Ganze in einem weisen Spruch verpacken? Ja, also hier können wir es wahrscheinlich zurücksetzen. Okay, das ist so, solche Rätsel kennt man ja. Zum Beispiel aus Link's Awakening, glaube ich, oder so gab es sowas. Dann schauen wir. Ich meine. Ich überlege mal kurz, welchen Schritt ich gehen kann, aber häufig hilft es natürlich, die Reihen so durchzuflügen. Deswegen, ich glaube, ich probiere einfach mal rum und dann werden wir schon irgendwie einen Weg rausfinden. Also durchflügen, oh fuck. Jetzt muss ich den Punkt aber als letztes nehmen. Ja, hat da super geklappt, also kein Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Gibt es? Ach, ich kann nicht, okay. Ach nee, ich muss auf der anderen Seite wieder rauskommen. Das ist entscheidend. Okay, das war mir nicht klar. Nee, nee, dann gibt es vielleicht ja nicht so viele. Dann schauen wir doch noch mal. Das sollte aber auch nicht so schwierig sein. Oh, Moment. Ja, nee, das habe ich schon verkackt. Alles klar. Deswegen abbrechen. Okay, das wird jetzt natürlich ein bisschen peinlich, wenn ich hier zu lange hänge. Nein, wir müssen mal kurz nachdenken. Und zwar, warte, wenn ich eine Reihe schon mal. Nee, genau, wir machen es schon mal so, dass ich eine Reihe wegnehme. Wir müssen nämlich vor allem auf die Säulen achten, weil die Säulen sind ja die einzigen, die dafür sorgen können, dass hier so eine Art Weg zurückbleibt. Deswegen machen wir es einfach so und dann haben wir das Ganze perfekt. Und was mache ich jetzt? Oh, ah ja. Ah ja, Kämpfe kommen hier noch und die Gegner sind überrascht. Ach, ich erinnere mich wieder, die schönen Fledermäuse. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, zwischenzeitlich hatte ich noch gesehen, hatte Kelvin was in dem Thread zum Spiel geschrieben. So, ich gucke jetzt mal, sich hier erstmal den. Ich meine, genau. Ach, das war ja so, genau. Ich spiele ja natürlich noch die 1.0-Version. Ach so, jetzt sind wir mittlerweile so stark, dass wir Fledermäuse in einem Schlag besiegen können. Dann spielt das eh keine Rolle mehr. Oder teilweise. Jetzt wird er abhauen, das wissen wir ja. Genau. Aber klar, wir sind ja da schon stark genug, denke ich mal. Dass wir da. Dass wir die Erfahrung nicht nötig haben. Genau, weil er hatte zumindest eine Sache noch hervorgebracht. Da hatte ich mir gedacht, na, vielleicht spreche ich das mal an,
wenn sich die Gelegenheit ergibt, und ich glaube, die Tarantula da hier ist neu. Ich mache erstmal die kleinen Fledermäuse weg. Ah, okay, jetzt wieder 32. Ja, wie gesagt, dann sind die Fledermäuse schon mal weg. Ich hatte ja da schon mal den Hinweis gegeben, wie man das machen kann. Und ich meine, die Stellerin hatte sich dazu auch gemeldet und wird da, denke ich, einen guten Kompromiss finden. Aber das ist jetzt erstmal nicht die Entscheidung. Okay, das ist 74. Das heißt also, ich nehme mal an, die Tarantulas sind schwach gegen Feuer. Und wir erreichen sogar ein Level. Das ist ja ganz gut. Ich frage mich ja, ob Level-Ups in dem Spiel irgendwelche neuen Techniken... Also ich meine, das kriegt man angezeigt, wenn das der Fall ist im Maker. Aber ob es da irgendwie noch mehr... Also ob Level-Ups noch irgendwie einen weiteren Zweck erfüllen oder ob es einfach eine lineare Progression ist. Weil die Fähigkeit mit dem Feuer haben wir natürlich von dem Drachen bekommen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Fähigkeiten so hinzugegeben worden sind. Man muss aber immer sagen, es ist noch eine Demo. Es kann natürlich sein, dass sich hier einiges ändern wird. Hier sind diese freundlichen Geister. Nee, die... Doch, die können ansprechen. Langsam tun mir die Geister nur noch leid. Sie können offenbar keine Ruhe finden. Was haben die hier gemacht? Muss beschützen. Darf nicht weg. Muss sich vor den Menschen beschützen. Geheimnis. Alles klar, dann... bin wir mal gespannt, was denn hier für ein großes Geheimnis lauert. Wir sind doch hier nur gekommen, weil wir so eine Blume ernten wollten. Jetzt sind wir hier ganz verstrickt in irgendeiner Tragödie oder so auch immer. Der Junge weiß gar nicht, was um ihn herum abgeht. Und nein, abgeschlossen. Das ist der einzige Weg, den ich noch habe. Wo kann denn der Schlüssel sein? Den bewacht bestimmt einer der alten Wächter, also ein Geist. Nicht aufgeben, den findest du auch noch. Du musst nochmal gegen einen Geist kämpfen, ich will nicht mehr. Okay, er muss dann wahrscheinlich diesen Schlüssel beschützen, um dann das, was dort hinter sich verbirgt, zu beschützen. Dann bin ich mal gespannt, was denn passieren wird. Ach nee, okay. Also anscheinend war der nicht damit gemeint. Okay, dann guck mich mal um. Hier liegt noch so ein Leiche. Oh, das ist aber ein neuer. Das ist aber jetzt wirklich ein neuer Kampfbildschirm. Ich finde das ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich finde das interessant, weil es gibt ja so vorgefertigte Panoramen beim RPG Maker. Und, okay. Ich hab schon gemerkt, dass Crits kommen ziemlich häufig ins Spiel, irgendwie. Aber es gibt ja vorgefertigte Panoramen, aber hier wurden extra Maps gepixelt, also wurden auf jeden Fall Maps erstellt, die dann so einen Kampfhintergrund mimen. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Da hat man ja auch viele Freiheiten, dann nochmal die Kampfarenen individuell zu bestimmen. Deswegen, und das blendet sich eigentlich ganz gut damit ein. Also ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Also in dem Fall wurde die Map erstellt, ein Screenshot gemacht und das als Panorama. Also, oder nicht Panorama, als Battle BG Background benutzt. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das sind bestimmt... Ach ja, das sagt er, glaube ich, immer. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wo wir diesen Geist finden. Hier ist noch eine... Ach, das habe ich ja beim ganzen Gelaber nicht drauf geachtet. Hier ist noch eine Spinne. Und wir können ja natürlich hier runterklettern, ja. Das ist auch nochmal so eine Sache. Bist du vielleicht ein Spinnengeist oder so? Aber ich habe ja eigentlich keine Angst vor Spinnen. Aber irgendwie sind die ja alle echt zu groß und wütend und viele. Okay, ich finde, wir können sie freundlich ansprechen. Hallo, ihr lieben Spinnchen. Wie geht es euch so? Alles gut? Ich wollte fragen, ob ich mal kurz vorbei darf, um mir die Truhe da anzusehen. Bitte? Das wäre wirklich nett. Aber es macht sich natürlich nicht bezahlt, Nettigkeit. Was ist denn jetzt passiert? Das tat echt weh. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade wirklich versucht hast. Achso, die Spinne hat uns quasi genommen und verschleppt in ein Netz. Das ist ja mal interessant, okay? Ja, ich dachte jetzt, er fängt an, irgendwie mit so einem ziemlich maskulinen Akzent zu reden. Ja, keine Ursache, Junge. Natürlich lasse ich dir in Ruhe. Ich weiß, war wohl keine so gute Idee. Ich wollte halt nicht unbedingt kämpfen, wenn es nicht sein muss. Du musst auf jeden Fall besser auf dich aufpassen. Erstmal muss ich ja jetzt raus und brauche dringend Schlaf und ein paar Heilkräuter. Ich mag ja solche Ideen, wenn man irgendwo verschleppt wird und keine Ahnung hat, wo man ist. Und, ui, okay, wenn man das natürlich nicht weiß, dann hat man schon eine Arschkarte gezogen, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich erheilen kann. Ach so, stimmt. Man kann ja MP regenerieren. Also er hat ja, also im Prinzip ist Kräuterkunde ein Heilzauber. Okay, wir lassen es mal auf 301, damit wir noch ein bisschen MP übrig haben. So, jetzt sollte ich vielleicht, weil Hirui hat gesagt, er will ja Kämpfe unnötig vermeiden. Ich versuche die Spinnen nicht zu wecken. Deswegen versuchen wir uns mal hier raus zu begeben. Ist ja interessant, vor allem, dass die Spinnen solche,
solche Schlafblasen. Ach nee, ach, das kennen wir doch, ne? Das war doch hier, wo ich den ersten Schalter gefunden habe. Was sind denn eigentlich diese Stacheln jetzt genau? Was sollen die denn da, was sollen die genau aussagen? Achso, okay, dann, ich glaube, dieses Loch hat sich geöffnet oder so, ne? Also es war doch vorher nicht da. Okay, dann sind wir ja in der Nähe von dem Schlafplatz. So, dann erstmal die Spinne loswerden, die macht am meisten Schaden. Ja, gut, und bei den Blutsaugern müssen wir halt Glück haben, weil mit dem Angriffswert, den man jetzt hat, werden sie nur abhauen, wenn man die nicht... Moment, das waren jetzt nur 20! War nicht schlecht, okay, dann können wir die jetzt frittieren. Kriegen wir die Erfahrung noch. Was waren... Das wäre doch eine Idee, Moment, Moment, ich habe eine geile Idee. Moment, ach jetzt, ich kann... Stimmt, ich habe vergessen, man kann ja hier nicht Ausrüstung ändern. Oh, jetzt habe ich sogar daneben geschlagen. Man kann ja nicht die Ausrüstung im Kampf ändern. Weil meine Idee wäre vielleicht, rüste ich mir die Waffe ab. Aber gut, die können wir auch so jetzt erledigen. Ich mache irgendwie aus irgendeinem Grund weniger Schaden. Oder ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier mit der Schadensberechnung ist. Aber die Idee war vielleicht, komm, wir nehmen einfach die Waffe weg. Ne, das sollte genug sein, damit wir weniger Schaden machen. Und dann können wir die Fledermäuse mit zwei Hieben erledigen. Ja, man muss sich halt zu helfen wissen an der Stelle. Also deswegen, das finde ich ja wahrscheinlich nicht so gedacht, aber warum nicht, wenn wir die Möglichkeit... Probieren wir es doch gleich mal aus. Jetzt haben wir wieder zwei Fledermäuse. Oh, jetzt mache ich 32 Schaden? Okay, die Schadensformel sind manchmal ein bisschen komisch, weil wir hatten gerade mit Waffe nur 20 gemacht. Es kann natürlich sein, dass die irgendwie noch einen Debuff an einen anhängen für Angriff oder so mit einem Blutsauger. Weil es ist so, dass man tatsächlich Debuffs nicht sehen kann. Beim RPG Maker 2003, sobald die einem zugefügt werden. Das ist auch ein Problem an der Stelle. Daher würde ich immer sagen, es würde vielleicht Sinn machen, wenn man irgendwie darstellen möchte, dass man weniger Angriff hat, weil man halt nicht sonst nicht anders die Möglichkeit hat, daraus eine Zustandsveränderung zu machen. Also man kann ja dann ja sozusagen machen, der Moment, wo dein Angriff geschwächt ist, für was weiß ich wie viele Runden, wie, ist schon eine Weile her mit dem 2003, ich weiß nicht mehr genau, was die Möglichkeiten waren, aber dann würde auch der Zustandseffekt vergehen. Ja, wobei, so einfach ist das nicht möglich. Ja, ich bin schon zu verwöhnt von den neuen Makers. Nein, aber ist schon gut. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie fachsimpeln. So, ich wurde verschleppt. Wir sollten doch noch einen Geist erledigen. Ich spreche den hier nochmal an. Nee, aber ich glaube, das sind jetzt keine, die wir schon gefunden hatten. Ne? Also, dann gehe ich nochmal. Also gut, wir wurden jetzt verschleppt, aber es hat jetzt nicht sonderlich... Also es hat jetzt nicht zu einem Abenteuer geführt. Eigentlich war es sogar nur nervig, wenn man mal ehrlich ist. Aber okay. Halt, Moment. Aber... Hat der Schalter denn nicht hier uns durchgelassen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Warum kann ich denn jetzt nicht da vorüber? Moment, also der Schalter aktiviert auch den hier. Moment, dann gehe ich jetzt nochmal den anderen Schalter hier aktivieren. Okay. Irgendwas an der Kombination war anders. Achso, oder... Ja, wahrscheinlich irgendwie, weil ich ihn umgestellt habe, hat... Stimmt, ich muss den Schalter da oben nochmal betätigen und wahrscheinlich hat sich dadurch das Konstrukt geändert, aber es funktioniert auf jeden Fall, dass man wieder weiter kann. So, und jetzt ist die... Oh nein, das ist aber fies. Jetzt ist die Truhe auch noch geplündert. Staub und Spinnenleben, ja. Okay. Gut, dann ist uns das egal. Wollen wir mal lieber hier vorbeikommen oder gar nicht. Also, ich dachte, weil man klettern kann, gibt's hier was. So, jetzt bin ich aber tatsächlich etwas... aufgeschmissen, weil ich nicht exakt weiß, wo ich diesen Geist finde. Ich gehe nochmal die Tür ansprechen. So, wo kann ich schon? Dann wacht bestimmt einer der alten Wächter, also ein Geist, nicht aufgehen. Den findest du auch noch. Weil die Sache ist, wir können ja nicht... Ach nee, ich habe doch hier diesen Schalter aktiviert. Ja, richtig. Dann werden wir wahrscheinlich wieder nochmal einen ganz anderen Weg gehen. Oh, jetzt habe ich natürlich die Reihenfolge kaputt gemacht, aber der Schalter... Der bleibt gedrückt, oder? Oh Gott, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Also ich drücke den Schalter... Naja, ich will ihn nochmal drücken, den Schalter. So, jetzt würde ich mal flüchten, weil... Hoppala. Die Fledermäuse... Da verspreche ich mir keine Erfahrung von. So, ich drücke ihn nochmal, weil... Ich habe das... Wobei, ich habe das so gerade gemacht, ne? Das stand gerade...
gerade. Genau, das stand gerade, als ich... Nee, oder? Nee, das stand nicht gerade. Moment, ich drück nochmal drauf. Ja, jetzt habe ich natürlich alles durcheinander gebracht, dadurch, dass mich natürlich die Spinne verschleppt hat. Also Navigation ist durchaus hier ein Fall. Ja, übrigens, ich mochte das Rätsel. Ich mag generell solche Folgen. Den Weg ist jetzt nichts irgendwie Neues oder Innovatives. Aber an sich finde ich die eigentlich... Also eigentlich habe ich immer Spaß, an sowas zu knobeln. Aber jetzt gucken wir doch mal, welche Wege es denn noch geben könnte. Also jetzt kann ich natürlich nochmal hier hingehen. Das würde natürlich alles nur wieder zurückgängig machen. Es muss ja irgendwo da hinten sein. Okay, jetzt habe ich das aktiviert, aber ich kann eh nicht zurück. Okay, dann würde ich jetzt nochmal den Schalter aktivieren. Also wahrscheinlich, weil ich habe ihn jetzt wahrscheinlich wieder seinen Ursprungszustand versetzt. Die Sache ist, manche Schalter aktivieren ja andere Schalter. Ich war mir nicht sicher, wie es hier ist. Deswegen wäre vielleicht die Idee ganz gut, wenn man was aktiviert, dass man dann so eine Einblende sieht, welche Weiche sich gerade umstellt. Ich glaube, das fände ich ganz gut. An der Stelle, weil so weiß ich halt, okay, welche Position war wo. Genau, jetzt haben wir eh den, okay, wenn wir den Erstschlag haben, nutze ich das natürlich sofort aus. Also jetzt sind die Kämpfe natürlich gerade jetzt auch, wo wir schon ein paar Gegner erledigt haben, kein Problem mehr, beziehungsweise weil die Gegner hier alle sehr feuerempfindlich sind, solange man MP hat, kann man die eigentlich einfach weggrillen. Genau, aber da es ja der erste Dungeon ist, denke ich mal, erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass die Gegner jetzt irgendwelche komplexen oder irgendwelche größeren Gefahren darstellen. Aber jetzt müsste ich echt mal schauen. Jetzt habe ich natürlich, jetzt ist das wieder so ausgerichtet. So war es ja, als ich hier hingekommen bin. Okay, aber jetzt habe ich irgendwas aktiviert, dass hier links der Weg frei steht. Was natürlich auch nicht perfekt ist, weil wir müssen oben links den Weg auch frei haben. Genau so. Wir müssen den Weg so frei haben, genau. Ich hoffe, es wird nur eine Weiche umgestellt, und zwar die hier, weil ich denke, wir müssen jetzt wieder zurückkommen. Ui, das wird jetzt auf jeden Fall eine ganze Rätselfolge hier. Hätte nicht gedacht, dass der mir schon der erste Dungeon so ein paar Navigationsschwierigkeiten bereitet. Aber das ist schon okay, weil in so vielen heutigen Spielen, also gerade JRPGs, gibt es ja sehr lineare Dungeons, wo man eigentlich nur noch sich durch irgendwelche, ja, Random Encounter, ich meine, es gibt ja keine Random Encounter mehr, aber also so größte. Ach nee, jetzt haben wir es geradeaus, aber wir kommen nicht mehr wieder zurück zu der Strecke. Das ist das Problem. Dann aktiviere ich das nochmal. Okay, aktiviere das nochmal. Aktiviere das. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Weil. Ja, weil. Okay, ich komme hier hin und das hier aktiviert nur das hier. Klar, so kann ich zurück. Aber perfekt wäre es, wenn ich ja hier drauf kann. Wenn ich das nochmal aktiviere. Ich habe jetzt. Ich weiß nicht genau. Hatte ich den nicht schon mal gedrückt? Der sah so reingedrückt aus. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen. Ich bin gerade so ein bisschen am Rattern bei mir im Kopf. Rauszufinden, was ich hier gerade die ganze Zeit treibe. Kann ich das nochmal drücken? Ich muss irgendwas deaktiviert haben. Hoffentlich alle Fallen, die es hier gibt. Die Monster reichen mir schon. Okay, ich habe was deaktiviert. What? Okay, dann bin ich mal gespannt. Also wir gucken jetzt nochmal, ob wir es irgendwie schaffen können, dass wir jetzt den Weg... Moment. Nee, das geht ja nur so. Okay, wir müssen ja das hier oben links ändern. Genau, so. Das geht, aber dann muss ich immer noch... den Pfad ändern. Weil der Pfad wird hier auch nur wieder geradeaus. Also es gibt keine Möglichkeit, soweit ich das sehe. Vielleicht in Kombination? Probier's mal in der Kombination. Es ist jetzt gerade ein bisschen... Nee, dann bin ich wieder hier. Ich meine, ich habe ja eine Möglichkeit... Ich meine, ich habe ja noch einen Schalter. Ja, ich habe... Es gibt noch einen Schalter. Aber soll ich den jetzt wirklich nochmal aktivieren? Genau. Ich lasse das hier ungeschnitten, einfach damit man so ein bisschen ja, einfach mitleiden kann oder so. Naja, mal schauen. Kann ja dann nachher nochmal Näheres zu sagen. Okay, dann mache ich es jetzt erstmal so. Ich kletter die Kette hoch. Vielleicht sehe ich ja irgendwie, was dieser andere Schalter bewirkt hat. Deswegen, es ist halt häufig so, man drückt irgendwelche Schalter... Aber kann nicht exakt sagen, was sie gemacht haben. Also das macht es ein bisschen schwierig. Hier gibt es ja noch diese Spinnenhöhle. Jetzt habe ich die Spinne in Ruhe gelassen. Nicht, dass ich das vielleicht nicht sollte.
Okay, nee, Hirui hat ja seinen eigenen Kopf. Natürlich, ich habe jetzt so reagiert, wie Hirui in der Situation reagieren würde. Und die Spinnen nicht angegriffen. Okay, ah, jetzt. Okay. Ja, genau. Also, wenn man sehr viel rumläuft, natürlich ab dem Punkt, wo man dann natürlich sehr viele Rätsel. Oder wo man einfach den Weg nicht weiter weiß, können Zufallskämpfe nerven. Beziehungsweise, aber wir können so schnell flüchten. Eigentlich geht das schon. Es hängt ja immer von der Frequenz ab. Ich glaube, ich würde es besser finden, wenn in Räumen, in denen Rätsel vorkommen, wenn da keine Zufallskämpfe... Ich glaube, es war ja sogar so umgesetzt worden, dass man, glaube ich, auf den Schienen selbst keine Zufallskämpfe bekommt. So, aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt hier den nochmal zurückbringen kann. Also hoffe ich einfach mal, dass der Schalter, den ich aktiviert habe, jetzt in dem Raum was gemacht hat. Wenn das auch nicht der Fall ist, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen am Ende mit meinem Latein. Ich kann mich ja auch nicht nochmal von der Spinne verschleppen lassen. So, genau. Über eine Fledermaus... Ja, können wir die Luft schlagen oder... Oh, haben wir sogar gekillt bekommen. So. Ich meine, ich glaube nicht, dass sich jetzt die Tür öffnen lässt, denn schließlich hat er ja was anderes gesagt. Aber wie komme ich denn dann nochmal zurück? Ich meine, ich muss doch irgendwie zurückkommen. Also ich drücke jetzt den nochmal, aber irgendwie... Ah, ja, das ist die Sache. Also ich glaube, das Rätsel wäre deutlich erträglicher, wenn ich sehen könnte... Auch wenn es dann natürlich länger dauert, weil man dann was zeigen muss. Ach, ich kann... Achso, ich kann auf einmal nicht flüchten. Ich konnte doch sonst immer flüchten. Warum kann ich denn jetzt plötzlich nicht flüchten? Moment. Finde ich gerade ein bisschen eigenartig. Gut, dann machen es aber die Fledermäuse. Oder, aber die ist jetzt auch nicht geflüchtet, die Fledermaus, okay. Ja, ich will so ein bisschen rumirren. So, ich schau jetzt noch. Ich habe jetzt nochmal den Schalter aktiviert. So, dann... Okay, genau, jetzt ist es... Ach so, jetzt ist es wieder so. Okay, also ich muss... Vielleicht soll ich ihn doch umstellen? Boah, ich... Ganz ehrlich, mich macht das alles ein bisschen bekloppt. Die Sache ist, wenn jetzt der Schalter so ist... Ach, ich konnte ihn, glaube ich, noch irgendwie anders gerade ausbringen. Also dann aktiviere ich jetzt mal den, dann aktiviert er den unten rechts. War das nicht so? Nee. Ja, den zu aktivieren, wird mich ja nur abschneiden. Ah, nee, dann muss ich nochmal, genau, ich muss jetzt nochmal zurück, weil jetzt habe ich natürlich die Stellung des anderen Schalters verkackt. Nee, nee, dann sind wir jetzt langsam auf dem richtigen Weg. Ich mache mir das jetzt echt komplizierter, als es sein müsste. Okay, dann, das wird jetzt die ganze Folge lang nur Schalter rum verschieben. Naja, gut, dafür leveln wir wohl ordentlich auf. Wenn dabei die ganze Zeit Gegner weggeklatscht werden. Oh, der hat das sogar überlebt. Okay, jetzt haben die uns auch noch verwirrt. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Also es kann... Aber irgendwie kann ich ja normal angreifen. Also verwirrt würde für mich jetzt heißen, vielleicht greife ich wie Gruppengefährten an, versehentlich oder so, oder nicht alle Aktionen funktionieren. Aber, ja, es gibt ja nicht viele Ziele, ne, wenn man nur heroisch spielt. Und, oh nein, genau, hier unten, es könnte sein, dass die Zufallschance hier unten ein bisschen höher ist, weil der Raum kleiner ist, kommt mir so vor. Weil sonst ist die nicht so hoch, aber hier unten scheint die irgendwie ein bisschen höher zu sein. Deswegen, naja. So, jetzt habe ich das aktiviert, jetzt ist das wieder so, genau. Und jetzt, wenn ich den aktiviere, müsste ich den, genau, habe ich den wieder gerade ausgemacht. So muss ich ihn, so kommen wir halt wieder zurück. Und ich hoffe, was auch immer ich jetzt noch brauche an Strecke. Also nein, danke, keine Tipps. Finde ich dann da. Also es ist ein bisschen hin und her, ne? Deswegen, also ich weiß, da waren am Eingangsbereich Geister. Gab es da noch irgendwie so andere Schienen? Oder habe ich irgendwas... Ach so, ach hier, das haben wir... Oder war das schon immer die... Genau, das war deaktiv. Stimmt, der... Ah, der Schalter hat diese Stachelfalle, die uns dann zurückgeschickt hat, deaktiviert. Und wahrscheinlich hätte man dann schon vorher zurückgehen können. Und, ja, jetzt musste ich natürlich alles rückgängig machen, weil ich den Schlüssel noch nicht geholt habe, weil ich diesen Schalter aus irgendeinem Grund, obwohl er hervorsticht, nicht beachte. Dazu muss man sagen, wenn man redet, dann ist man manchmal unaufmerksamer an der Stelle. Hör mal, ich will das nicht tun, aber wenn du mich angreifst... Bin erstaunt darüber, wie er absolut keine Angst vor den Geistern hat. Ein tapfer kleiner Kerl, wirklich. So, machen wir wieder. Ich glaube, es war ja so gewesen, ne? Man konnte den nur mit Magieschaden machen. Ich probiere es nochmal aus.
Und ich weiß nicht, was dieses Klagewispern macht. Also wenn er mir zum Beispiel einen Debuff gibt, dann sehe ich das nicht. Und ich glaube, es sollte schon irgendeine Möglichkeit geben, sehen zu können, was sich verändert hat. Weil ich krieg 40 Schaden durch den Angriff. Und ich weiß nicht, wie es anders aussehen würde. So. 500, uiuiui, das ist aber eine Menge. Und doch, wir lernen neue Fähigkeiten. Klingenglut, das scheint aber einfach nur eine stärkere Version der Glut zu sein. Bei einer inneres Glühen heißt es ja. Ein Schwerthieb, alle Gegner, also so ein alle Gegnerangriff eben. Ein Schlüssel, der hilft mir sicher weiter. Der muss wichtig sein, wenn der Geist ihn bewacht hat. Und ob, siehst du, ich wusste, du schaffst das. Du kommst super hin mit, ach so, du kommst super mit deinen neuen Kräften zurecht. Ja, die sind schon ziemlich cool. Ohne dich und diese Kräfte wäre ich aufgeschmissen gewesen. So, dann haben wir jetzt den Schlüssel und... okay. Also irgendwie scheint das so zu sein. Also vielleicht liegt es daran, dass man in einem Hinterhalt gerät. Oder vielleicht soll man nicht abhauen können von den Fledermäusen. Ich bin so ein bisschen unsicher. Ah, jetzt habe ich auch noch daneben geschlagen. Also es geht alles relativ schnell, daher... Oh, jetzt hat er sich schon wieder genug geheilt. Aber ich mache den jetzt einfach konsequent weniger Schaden, den Fledermäusen. Also ich kapiere nicht so recht, wie die Formel hier ist. Also es scheint so, als würden deren Blutsauger oder so mir noch einen Debuff geben. Kann das sein? Also sonst verstehe ich nicht, weil so vorher hatte ich da ja... Weiß nicht, wie viel Schaden gemacht. Hab ich das Schwert wieder ausgerüstet? Ich habe jetzt schon wieder einiges vergessen. Ah, ich weiß nicht, wie es mal ist, wenn man selber Ersteller ist und dann sieht, dass ich jetzt hier rumirre, weil ich nicht den Schlüssel finde. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ärgerlich. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man am liebsten den Bildschirm anschreit oder so. Aber ich bin ja drauf gekommen und ihr konntet das Ganze noch in der Aufnahme bestaunen, wie ich nach und nach den Weg erarbeitet habe. Aber ich glaube, ich muss jetzt wieder alles zurück umstellen. Oder muss ich das? Ich meine, der Weg ist ja frei. Nö, muss ich nicht. Ich hoffe, wir müssen nie wieder diese Schienen umstellen. Ich meine, es gibt ja auch keinen Grund mehr dafür. Also alles gut, wir haben den Schlüssel. Vielleicht soll ich mich heilen, weil... Ach so, nee, wir haben Level Up, dann kriegen wir wieder MP. Okay, ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist es ja super angenehm, immer nach einem Level Up auch wieder MP aufgefüllt oder generell Leben aufgefüllt zu bekommen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht dazu führt, dass wenn man stetig Level Ups bekommt, man nie auf seine MP achten muss, weil sie dann doch irgendwie immer aufgefüllt wird. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Es kann sein, dass sich das später ändert, aber aktuell... ich finde schon, man sollte durchaus schon mal in die Bedulle kommen, zu sagen, okay, jetzt muss ich doch gucken, jetzt habe ich wenig MP, dass ich die vielleicht irgendwie heile oder so. Aber das ist jetzt nur mal so am Rande. Das muss man einfach gucken, wie sich das im Laufe des Spiels noch ergibt. Das hätten wir jetzt nur noch hoffen, dass ich einen Weg zurück nach oben finde und die Blume. Das wirst du. Ich glaube, du bist schon ganz nah dran. Das wäre schön. Also vielleicht könnte man es auch so machen, dass man vielleicht die Leben regeneriert, aber nicht die MP. Aber man muss mal gucken. So, jetzt sitzt hier auf jeden Fall auch sehr viel grüner an der Stelle. Das heißt also, dass die Blume wahrscheinlich nicht mehr weit ist. Und es könnte sein, dass dieser rote Geist hier ein Bosskampf sein soll. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber um dem vorzubeugen, und wir haben sowieso schon eine ganze Folge mit Schieberei oder Schalterei verbracht. Also werde ich hier einen Cut machen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn.